Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hans Koch. Die Koksofenanlage. Ofen steht neben Ofen in langer Reihe. Durch die mit Lehm zugeschmierten Türritzen bricht die Flamme hier und da züngelnd durch, und das Gas presst sich in fauchenden Feuerzungen heraus. Eben werden mit einem Hebekran die beiden sich gegenüberliegenden glühenden Türen eines der Öfen nacheinander hochgezogen. Schwarzbrauner Rauch dringt hervor und erfüllt die Luft mit beißendem Geruch. Die Rauchwolken schimmern blau-violett in der Sonne und gehen allmählich in ein schmutziges Gelb über. Gefahrdrohend schiebt sich eine glühende Koksmasse vor, von einer Ausdrückmaschine herausgepresst, doch krachend stürzt sie alsbald unter gewaltigen Wassermengen zusammen, die in dicken Strahlen auf sie gesprengt werden. Das laute Tack, Tack einer Stampfmaschine verrät, dass ein neuer Feinkohlenkuchen gestampft wird, um bald in den leer gewordenen Ofen hineingeschoben und zu Koks ausgeglüht zu werden. Die ungeheure Hitze und die von Rauch und Ruß schwere Luft laden nicht zu langem Verweilen ein.